Das Forscherteam um Felix Lorenz will eine neue Immuntherapie gegen Blutkrebs entwickeln. Das Ziel? Hochaktive Immunzellen des Patienten, sogenannte T-Zellen, werden gezielt so verändert, dass sie Krebszellen im Körper aufspüren und bekämpfen. Den Patienten werden dafür T-Zellen entnommen. Diese werden mit einem künstlichen Molekül ausgestattet und dem Patienten wieder eingesetzt. Während andere Ansätze tumorspezifische CAR-Moleküle verwenden, setzt das Captain T-Cell-Team auf klassische T-Zell-Rezeptoren. Dafür haben die Wissenschaftler eine Technologieplattform etabliert, mit der sich hocheffiziente und tumorspezifische TCRs generieren und aufspüren lassen. Zunächst wollen die Forscher eine Therapie gegen die akute myeloische Leukämie entwickeln. An dieser aggressiven Blutkrebserkrankung sterben in den USA und Europa jährlich 20.000 Patienten. Mit der GroBio-Förderung will das Captain T-Cell-Team die präklinische Entwicklung finanzieren. Nach Abschluss der GroBio-Förderung ist eine Firmengründung geplant, die die klinische Entwicklung am Patienten übernimmt.